Hi, willkommen auf meinem Podcast. Ich bin Luisa Harisch und hier auf diesem Podcast möchte ich mit dir über Themen sprechen wie Yoga, Schwangersein, Mama sein, über all die Themen, die uns im Alltag als Mama beschäftigen. Willkommen zur Podcast-Folge und heute habe ich mal wieder eine Meditation für euch. Ich habe die letzten Tage reingespürt und geschaut, was braucht der Podcast gerade und was brauche auch ich, und ich habe so sehr eine Meditation gefühlt, deswegen dachte ich mir, ich werde euch eine Meditation aufnehmen zum Thema Herbst, zum Loslassen und um zur Ruhe zu kommen. Und du darfst dich jetzt mal noch ganz frei bewegen. Vielleicht magst du dich recken, strecken, genüsslich gähnen. Vielleicht kurz ausschütteln, ausklopfen. Vielleicht dich kurz nach unten aushängen lassen und dann auf deine Weise deinen Weg zum Sitzen finden. Aber gerne kannst du die Meditation auch machen, während du spazieren gehst, was sich für dich richtig und gut anfühlt. Und wenn du sitzt, dann spür deinen rechten und linken Sitzbeinhöcker. Wander die Wirbelsäule nach oben, schaff Aufrichtung. Lass die rechte, linke Schulter ganz bewusst los, vielleicht magst du sie nochmal nach vorne, nach oben und satt nach hinten rollen. Entspann deinen Kiefer, schau, dass die Zähne im Abstand zueinander sind. Entspann deine Augen, dein Augenlid, und dann lass Weite auf deiner Stirn entstehen. Über den Scheitel richtest du dich nach oben auf und schaffst Länge. Komm ganz bei dir, im Sitzen, im Gehen, in dem Raum oder in der Natur, wo du gerade bist, an, mit geschlossenen Augen. Und dann spür mal rein, wie du dich gerade fühlst, wie sich dein Körper anfühlt. Nimm wahr, ohne zu bewerten. Und was macht dein Geist? Welche Gedanken beschäftigen dich gerade? Nimm auch das wahr, dann lass es für einen Moment vorbeiziehen wie Wolken. All die Gedanken, die du hast, nimm deine Atmung nach und nach mehr wahr. Beginne sie zu beobachten. Atme tief durch die Nase ein. Spüre, wie die Luft in deinen Körper strömt, dein Brustkorb hebt, dein Bauch. Halte für einen Moment die Luft an und dann atme über den geöffneten Mund aus, wie ein sanfter Windstoß, tief über die Nase ein. Halte die Luft für einen Moment an und dann über den leicht geöffneten Mund wie ein Windstoß aus, tief ein. Bleib in der Atemfülle. Und atme dann aus. Mach das noch 5-mal. Lass all das los, was du nicht mehr brauchst, was dich vielleicht sogar belastet. Mit jedem Atemzug darfst du mehr loslassen, mit jeder Ausatmung noch mehr abgeben, dich leicht fühlen. Und dann finde langsam zurück in einen natürlichen Atemfluss, der trotzdem noch bewusst ist. Vielleicht kannst du mit jeder Einatmung so eine Leichtigkeit spüren,
mit jeder Ausatmung noch mehr abgeben. Der Herbst ist eine Zeit des Wandels. Die Natur bereitet sich darauf vor, sich zurückzuziehen und loszulassen. Die Bäume lassen ihre Blätter fallen und der Wind trägt sie fort. Und vielleicht kannst du genau diese Veränderung gerade um dich herum wahrnehmen in der Natur. Vielleicht spürst du die frische, kühle Luft, die den Herbst ankündigt. Und vielleicht magst du dir auch vorstellen, wie auch die Bäume bereit sind, loszulassen, abzugeben, um Neues zu empfangen, sich zurückzuziehen. Stell dir vor, du bist in einem herbstlichen Wald unterwegs. Die Blätter um dich herum sind bunt, in warmen Farben, in Gold, Rot, Brauntönen. Der Wind weht sanft durch die Bäume und trägt die Blätter fort. Jedes Blatt, das zu Boden fällt, steht für etwas, das du loslassen möchtest. Vielleicht sind es alte Gewohnheiten, Gedanken oder Gefühle, die dich belasten. Was steht auf den Blättern, was fortgetragen werden darf? Beobachte, wie der Wind sie von dir wegdreht, ganz leicht und ganz mühelos. Ängste, Sorgen. Mit jedem Atemzug spürst du, wie sich ein Gefühl der Erleichterung und der Ruhe in dir ausbreitet. Du musst nichts festhalten. Alles, was du loslassen möchtest, darf auch gehen. Der Herbst zeigt dir, dass Loslassen ein ganz natürlicher Teil des Lebens ist, ein natürlicher Prozess. Genauso wie das Zurückziehen, um neue Kraft zu schöpfen. Nimm dir die Natur, den Wald als Vorbild. Denn nur dann, wenn du loslässt, kannst du Neues empfangen, kann euer Wachstum entstehen. Und vielleicht fallen dir jetzt noch ein, zwei Dinge ein, die du loslassen möchtest. Auf Blättern, die sanft und ganz leicht von dir wegwehen. Und von der Aufmerksamkeit im Wald, wander wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu dir, zu deinem Körper. Wie fühlt sich jetzt dein Körper an? Vielleicht spürst du eine ganz selige Ruhe in dir, die sich noch mehr ausbreiten darf in die Schultern, bis nach unten in die Fingerspitzen, bis nach unten in dein Becken, in deine Beine und in die Füße. Überall breitet sich diese Ruhe aus. Du spürst mehr Leichtigkeit, einen Rückzug, der sich ganz angenehm anfühlt. Du bist wie die Natur im Herbst, in einem Zustand der Vorbereitung, der Entspannung, um Neues zu empfangen. Nimm dir einen Moment, um in dieser Stille zu verweilen, ganz bei dir zu sein, es zu genießen, dass du losgelassen hast. Du brauchst gerade nichts.
verweile in dem Moment ganz bei dir. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit so ein bisschen abkommst, dann richte die Aufmerksamkeit zu deinem Atem hin. Konzentriere dich auf die Ein- und Ausatmung. Vielleicht fällt es dir auch leichter, wenn du vor deinem inneren Auge das Bild vom Wald hast, wie die Blätter sanft hinunterfallen und vom Wind fortgetragen werden. Und vielleicht siehst du irgendwann einen Baum ohne Blätter. Vielleicht kannst du diese Klarheit erkennen, die Ruhe auch und vor allem den Platz für Neues. Vielleicht hast du auch in dir jetzt mehr Klarheit gefunden, bist zur Ruhe gekommen und schaffst Platz für Neues. Aber jetzt darfst du erstmal in dieser Ruhe und Klarheit bleiben. Nimm wahr, was dein Bauch macht mit der Ein- und Ausatmung, dein Brustkorb. Schau nochmal, ob die Schultern entspannt sind, gelöst, ob dein Kiefer entspannt ist und die Zähne im Abstand zueinander. Um die Augen sind die sanft geschlossen. Was macht die Stirn? Was macht der Scheitel, die Aufrichtung? Dann bring ganz sanft deinen rechten und deinen linken Mundwinkel so ein bisschen nach oben, so dass ein Lächeln entsteht. Lächel dir selber zu. Und vielleicht magst du dir selber sagen, wie stolz du auf dich bist, wie sehr du dich liebst. Und wie du dir vielleicht öfters diesen Raum für Ruhe schaffen möchtest, diesen Rückzug, um dich zu spüren, um zu spüren, dass du loslassen darfst, dass du übers Loslassen zu mehr Klarheit, mehr Ruhe findest und dann Neues schaffen kannst. Du machst es ganz wundervoll. Wenn du magst, reck und streck dich. Mach dich lang. Atme tief ein und über einen Seufzer aus. Reck und streck dich. Mach das, was du für dich brauchst. Nimm die Hände vor deinem Herzen zusammen. Versiegel die Ruhe, die Klarheit vor deinem Herzen. Vielleicht magst du sie mit in den Tag nehmen. Mit in die Woche, mit ins Wochenende, vielleicht mit in den Abend, was für dich gerade ansteht. Und dann verbeug dich vor dir selbst in Dankbarkeit und Liebe. Einatmen, komm nach oben und dann öffne ganz sanft deine Augen. Vielen lieben Dank, dass du diese Meditation gemacht hast. Ich hoffe, dir geht's jetzt ganz wundervoll. Und du hast Platz für Neues, für Ruhe, für Klarheit, für dich. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Herbst. Viele schöne Herbstspaziergänge, viele Farben, Rückzug und Ruhe in all dem Trubel. Und dass du jetzt mit einem Lächeln das nächste Blatt, das an dir vorbeizieht, wahrnimmst. Alles Liebe dir. Danke dir. Vielen lieben Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt
Und ich habe auch einen wunderbaren YouTube-Kanal, auf dem du Yoga-Video findest für die Schwangerschaft, für die Rückbildung und auch für die Mama-Zeit sowie Hormon-Yoga-Videos. Des Weiteren habe ich einen kleinen Online-Shop, ich habe E-Books, ich schreibe gerade auch an meinem zweiten Buch, also das wird auch bald veröffentlicht werden. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo sehen, vielleicht auch in einer Yoga-Stunde von mir oder auf einem Yoga-Retreat. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Danke dir.